MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Heute zeige ich dir, wie du deine eigenen Kleider für Sims 2 gestalten kannst, exportieren, mit deinen Freunden teilen kannst und einfach dran Spaß haben kannst. Gleich nach dem Intro. Moin moin Leute, hier gibt es wieder mal die Neuauflage von meinem Sims 2 Bodyshop Tutorial, wie man Kleider einfärben tut. Das basiert alles auf der Fassung, die ich mir bei Origin geholt habe, beziehungsweise die wir ja gratis bekommen, die Ultimate Collection. Also es funktioniert mit jeder anderen auch, nur kleiner Hinweis, bei der Ultimate Edition ist auch der Sims Bodyshop dabei. Den Sims Bodyshop findet ihr ganz einfach, wenn ihr auf The Sims 2 Ultimate Collection Fun with Pets, SP9, SZ, Bin, das poste ich euch alles auch in die Beschreibung. Dort findet ihr den TS2 Bodyshop. Je nachdem, wenn ihr nicht habt, auch nochmal einen Download-Link in der Beschreibung, falls ihr es nicht haben solltet. Es ist auf jeden Fall bei der Collection dabei und ist auch in deutscher Sprache vorhanden. So, also fangen wir direkt mal an. Wir fangen bei den Herren an, so ja, jungen Erwachsenenalter, nicht sexy. Da habe ich ja schon was erstellt von mir hier, mein Logo, alles. Und ich zeige euch heute mal etwas Simples, Einfaches, das womit jeder halt mal so anfangen kann. Wir könnten hier quasi, ist natürlich immer so die Frage, was man möchte. Wir nehmen zum Beispiel hier sowas Oranges, können wir es exportieren. Nicht? Wenn wir es ausgesucht haben, klicken auf den Button exportieren. Das können wir den Projektnamen eingeben. Einmal, T-Shirt, Orange. So, jetzt wird das alles exportiert. Jetzt können wir das mal ein bisschen minimieren. Es gibt es unter euren Dokumenten. Also ihr klickt einfach auf Dokumente und dann findet ihr natürlich den EA-Ordner. Sims, wahrscheinlich entweder heißt Sims 2 bei euch oder je nachdem, was ihr habt. Also wenn ihr CD-Fassung wird eventuell einfach nur Sims 2 stehen. Da ich natürlich die Ultimate Collection habe, also beziehungsweise mit allen Add-ons und allem, steht bei mir Ultimate Collection. Dann geht ihr unter Projects, so heißt es halt einfach. Hier werden halt einfach die ganzen grundlegenden Dinge gespeichert und wie ihr sehen könnt, haben wir hier natürlich auch unser T-Shirt Orange. Von den ganzen Dateien müssen wir nur eine verändern, das ist diese hier, wo wir auch direkt unser, ja, unser Muster sehen. Ihr könnt es ganz normal mit eurem Paint öffnen. Ich würde euch aber auch GIMP empfehlen. GIMP packe ich euch in die Beschreibung. Warum GIMP? GIMP ist ziemlich einfach. GIMP ist sehr simpel. GIMP ist umsonst. Und mit GIMP könnt ihr diese Farben auch direkt schon ändern. Zum Beispiel könnten wir hier auf Farben gehen und es direkt so einfinden. Das ist alles betroffen. Wir können aber auch hier Sachen einzelne ja anklicken, also beziehungsweise markieren etc. Können wir zum Beispiel den Farbton einigermaßen ändern, je nachdem hier in das Grün, das ist irgendwie momentan so mein Lieblingsgrün. Gehen wir so in die Richtung zum Beispiel, wenn das dann frisst. Ja, jetzt frisst. Wir können halt einzelne Sachen, das ist halt ein bisschen jetzt gerade schwierig, wir können zum Beispiel jetzt hier so noch so Mustersachen machen. Sieht jetzt nicht so perfekt dafür aus, aber manche, wenn wir halt so gewisse Sachen haben. Das Beste, ich habe jetzt schon was vorbereitet, das sagt man in der Küche auch immer so. Hier mein Logo von meinem Kanal. Aber ihr möchtet auch ein Logo von euch draufklatschen, dann könnt ihr auch hier nochmal den Farbton ein bisschen ändern. Das muss ja nur für das Bild jetzt selber gerade stimmen. Das müsst ihr ja so nicht drauf speichern. Das könnt ihr das einfach umranden und Strake oder Ctrl C drücken. Dann könnt ihr hier zum Beispiel Ctrl V drücken. Dann haben wir unser tolles Logo. Und das können wir irgendwo anpassen, wo wir möchten, ob wir es auf den Rücken haben möchten etc. Und dann können wir das alles schön drauf anpassen. Wir können es auch skalieren, drehen, je nachdem wie man es möchte. Dann haben wir jetzt schon mal so eine grundlegende Sache. Es gibt natürlich auch viele Werkzeuge, die ihr hiermit machen könnt. Rauschen, Lichteffekte und so. Das sind so Sachen, das könnt ihr euch dann so ein Tutorial davon mal anschauen. So, und jetzt können wir hier das nochmal exportieren. Und einfach überschreiben. So, wir sehen jetzt im Ordner, ja, ey, wunderbar, hat funktioniert. Hier haben wir schon die Datei, wir können noch doppelt draufklicken und dann sehen wir auch direkt das, was wir erstellt haben. Nun, gehen wir zurück in unseren Bodyshop. Das klingt immer so lustig. Und klicken hier unten einfach ins Spiel importieren. Vollständig. Jetzt müssen wir wieder unsere Personen suchen, beziehungsweise unsere Kleider suchen. Das wird aber meistens
direkt zuvor das angezeigt. Hier haben wir direkt mit dem Logo. Wie gesagt, ihr könnt das komplett selbst verändern, auch die Farben etc. Ihr könnt einfach, wie gesagt, das Model nicht direkt verändern. Das Weiße könntet ihr auch verändern, wenn ihr das wollt. Das müsst ihr dann markieren und verändern, nicht? Aber tut nicht hier irgendwelche Sachen, die hier markiert sind. Das ist zum Beispiel, dass du da, wenn das dann lädt, das Weiße markiert zum Beispiel Dinge, dass wir sehen. Also das ist das vom Model. Aber das wird im Model-Editor, wird das so generiert, nicht? Das heißt, hier müsst ihr gar nichts dran verändern, sonst kann es sein, dass ihr auch Fehleranzeigen habt. So, wir haben das jetzt also erstellt. Ihr habt jetzt euer Traumding erstellt. Es funktioniert bei allen den Sachen gleich. Also ob es Outdoor, Schlafsachen, bei Frau, Männer, Junge, Kinder, Opa, sonst was ist. So, wir haben das jetzt also gemacht. Wir haben das rein, also wir haben es exportiert, wir haben es importiert und wir können das hier anschauen. Als nächstes gehen wir wieder in unseren T-Shirt Orange Ordner. Ihr könnt das natürlich, wie gesagt, nennen, wie ihr wollt. Nachdem wir es importiert haben und das hier alles stimmt, können wir die Datei, die wir hier drin haben, das ist eine Package-Datei, die können wir rechts draufklicken, ausschneiden zum Beispiel oder halt auch nur kopieren, einfach wenn wir, ne? Dann gehen wir zurück auf Sims 2 Ultimate und jetzt haben wir hier unten die Save it Sims. Das ist einerseits voll irritierend, weil es heißt Save it Sims und Sims sind natürlich die Figuren, aber in diesen Ordner könnt ihr alle eure Sachen speichern, also auch eben eure Kleider. Es ist so, wenn ihr jetzt das Spiel startet, wird das mit hineingeladen. Das müsst ihr im Shop, also müsst ihr kaufen. Ihr müsst dann wieder zu einem Shop fahren mit euren Sim und dann diese Dinge kaufen. Darum ist es wichtig, schaut euch an, was ihr eigentlich wo exportiert. Also hier zum Beispiel Alltag und dann Oberteile. Und so müsst ihr dann im Shop auch suchen gehen. Es steht nicht einfach irgendwo, ne? Es wird halt immer ein neues Modell, also eine neue Textur hier erstellt. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt die grundlegend einfach ändern könntet und dann wird das so im Spiel sein. Es wird jedes Mal, wenn ihr es importiert, wird ein neues Modell, also ein quasi ein komplett neues Kleidungsstück generiert. Und das könnt ihr dann, das habe ich auch verändert hier ein bisschen, könnt ihr dann schlussendlich dann im Laden kaufen zu demselben Preis, wie die anderen hier sind. Die Preise, ob man sowas ändern kann, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es einfach mit den Texturen. Ja, das war es eigentlich schon mit den Sachen. Ihr könnt damit komplett selbst rumexperimentieren und das machen. Ich packe die Package von mir mal unten rein, falls ihr da ein Interesse habt. Ihr wisst jetzt, wie man es exportieren kann. Und wenn noch irgendwo Fragen da sind, schreibt sie in die Kommentare. Ich werde sie auf jeden Fall beantworten. Danke fürs Zusehen. Euer deckergaming.de. Ja moin, willkommen auf der Endcard. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da oder sogar ein Abo, wenn es dir gefallen hat. Folge mir auf Facebook, Twitter, Steam und besuch meinen Fanshop, wenn du dir was gönnen willst. Links und rechts habe ich je zum Thema passend noch ein Video hinzugefügt, das dich bestimmt ansprechen wird. Wir sehen uns beim nächsten Video mit deinem Deckergaming.de.